Ich grüße euch zu Part 2 von dem Tutorial, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt. In diesem Tutorial befassen wir uns um das Spiel und wie man Monster beschwört. Übrigens habe ich vergessen, im letzten Part zu erwähnen, und zwar geht es um das Spielziel. Das Ziel von dem Spiel ist, die Lebenspunkte des Gegners, hier 8000, runter zu bringen auf 0. Wer zuerst die Lebenspunkte des Gegners auf 0 gebracht hat, gewinnt. So. Bevor das richtige Duell beginnt, wird Schere, Stein, Papier gespielt. Der Gewinner entscheidet, wer anfängt. Ja, hier ist es Schere, Stein, Papier. Das kann man allerdings in der Praxis auch anders regeln, indem man einfach vielleicht es so macht, dass man das Deck abhebt. Und wenn man ein Monster gezogen hat, dann vergleicht man das Monster mit dem des Gegners und der, wo die höhere Stufe hat, beginnt. Aber hier Schere, Stein, Papier ist auch eine Möglichkeit. Nachdem die Reihenfolge festgelegt ist, wechselt der Bildschirm zum Duellbildschirm und das Duell beginnt. Zuerst zieht jeder Spieler 5 Karten von seinem Deck. Diese 5 Karten sind die Starthand des jeweiligen Spielers. Ja, wir haben jetzt 5 Karten gezogen, das ist Standard. Jedes Duell beginnt daran, jedes Duell beginnt damit, dass beide Spieler 5 Karten ziehen. Während des Duells werden die meisten Karten von der Hand ausgespielt. Somit bekommst du die Möglichkeit, das Geschehen im Duell an dich zu reißen, sobald du eine starke Karte ziehst. In einem Duell wechseln sich beide Spieler in ihren Aktionen ab. Also beide Spieler spielen halt Runden hin und her. Einer macht seinen Zug, dann der andere, dann bist wieder du dran und dann wieder dein Gegner. Ne, einfach wie ein Kartenspiel halt gespielt wird. Nehmen wir an, du bist der Spieler, der anfängt. Zu Beginn deines Spielzuges ziehe die oberste Karte von deinem Deck. Diese nennt man eine Karte ziehen. Ja, also am Anfang eines Zuges zieht man eine Karte von seinem Deck. Falls sich, nachdem du eine Karte gezogen hast, eine Monsterkarte in deiner Hand befindet, kannst du diese auf deinem Spielfeld ausspielen. Monsterkarten werden in die Monsterkartenzone gelegt. Ja, jetzt können wir quasi ein Monster spielen und das kommt hier in diese Zone rein. Die Monsterkartenzone. Das nennt man eine Normalbeschwörung. Normalbeschwörung ist die Aktion, um ein Monster auf dem Spielfeld auszuspielen. Du kannst nur ein Monster pro Spielzug normal beschwören. Auch wenn du mehr als eine Monsterkarte auf deiner Hand hast, kannst du nur ein Monster pro Spielzug als Normalbeschwörung beschwören. Also sollte man sich gut überlegen, welches Monster man sich herauspickt. Wenn du das Monster vertikal auf das Spielfeld legst, vertikal ist quasi so, ne? So. Wenn man die Karte so, also so normal ausspielt, dann ist dieses Monster beschworen und zwar in einen der sogenannten offenen Angriffspositionen. Aber Details kommen in Kapitel 4 hinzu. Man kann höchstens 5 Monsterkarten auf dem Spielfeld haben, ne? Weil es gibt ja nur 5 Monsterkartenzonen. Sind sie voll, kann man keine anderen Monster mehr spielen. In dem Fall sollte man vielleicht ein paar Monster abgeben oder das Feld von sich ein bisschen räumen lassen. Tributbeschwörung wären ja auch eine Möglichkeit. Ja. Gut, dann spielen wir mal unser erstes Monster. Auffallend ist hier in dem Fall, dass alle unsere Monster unter maximal Stufe 4 haben. Ab Stufe 5 muss man eine Tributbeschwörung durchführen und ein Monster dafür hergeben. Das habe ich allerdings schon im letzten Part ein bisschen schon vorhergesagt.
Gut, das alles sind normale Monster. Bei einer Beschwörung sollte man darauf achten. Es geht leider die Sprechblase nicht weg. Aber man sollte darauf achten, dass man ein möglichst starkes Monster spielt, logischerweise. Also Pilzmann ist jetzt ziemlich schwach, glaube ich. Und ja, jetzt ist es leider so blöd, dass hier die Sprechblase im Weg ist. Das heißt, ich kann die ATK-Punkte jetzt nicht einsehen. Aber wichtig ist, dass ihr ein starkes Monster spielt, wenn ihr es in Angriffsposition setzt mit einer hohen ATK-Anzahl. Also ATK ist quasi die Angriffspunktanzahl. ATK für Attack. Angriffspunkte halt. Gut. Ja, ich spiele jetzt einfach mal mein erstes Monster als Normalbeschwörung in die Angriffsposition. Dies ist der Zeitpunkt, an dem du normalerweise mit einem Monster angreifen würdest. Aber da der Spieler, der anfängt, dadurch einen Vorteil hätte, kann er in diesem ersten Spielzug nicht angreifen. Nun, da du ein Monster beschworen hast, beende deinen Spielzug. Seltsam ist es, dass hier jetzt nicht die einzelnen Phasen erklärt werden. Okay, es gibt spezielle Phasen in einem Duell. Momentan haben wir eine sogenannte Main Phase. Ein Zug besteht aus mehreren Phasen, der sogenannten Draw Phase. In der Draw Phase zieht der Spieler seine Karten. Dann gibt es eine Standby Phase. In der Standby Phase werden Effekte aktiviert von Monstern oder von Zauberkarten. Gibt es keine Zauber- oder Fallenkarten, die in der Standby Phase aktiviert werden, wird diese Standby Phase einfach so aktiviert und dann geht es direkt in die Main Phase 1 über. In der Main Phase 1, da spielen beide Spiel, also nee, da spielst nur du deine Karten aus. Monsterkarten zum Beispiel, Fallenkarten, Zauberkarten, all das wird in der sogenannten Main Phase gespielt. Wir haben auch jetzt momentan die Main Phase. Deswegen konnten wir jetzt auch den Thun-Alligator beschwören. Dann gibt es eine Battle Phase, die muss man nicht durchführen, kann man aber. Das ist eine Phase, in der Angriffe eingeleitet werden. Das heißt, wenn du angreifen willst, musst du die Battle Phase deklarieren und dann kannst du den Gegner angreifen. Wichtig ist jedoch, in der Battle Phase kannst du keine neuen Monster spielen. Die kannst du nur in der Main Phase 1 und in der Main Phase 2 spielen. Ja, auch Fallenkarten und neue Zauberkarten kannst du nicht aktivieren, außer Schnellzauber. Aber das ist Teil eines anderen Tutorials. Gut, und dann gibt es eine zweite Main Phase. In der zweiten Main Phase kann man wieder Karten setzen und Monster spielen, wenn man es noch nicht getan hat. Ja, und dann gibt es noch eine sogenannte Endphase. Mit der Endphase beendet man quasi seinen Zug. Das ist also das Zeichen des Gegners. Aha, er beendet seinen Zug. Ja, ich gehe jetzt auf Endphase. Wenn du Endphase drückst, wird dein Spielzug beendet. Der Begriff Phase wird im nächsten Kapitel erklärt. Ach, dann habe ich schon ein bisschen was vorher gesagt, okay. Ein Duell wird von beiden Spielern ausgetragen, indem sie sich mit solchen Spielzügen, wie du sie gerade kennengelernt hast, abwechseln. Wenn du Monster beschwörst, kannst du frei wählen, an welchen der 5 Plätze in der Monsterkartenzone du es ausspielen möchtest. Hier in der Einleitung aber übernimmt dies der Computer für dich. Also man kann quasi aussuchen, wo man sein Monster platzieren möchte. Ob es hier ist oder hier ist. Man kann es auch da platzieren. Also wichtig ist es halt, dass es in der Monster- und Kartenzone liegt. Wo es auf der Monster- und Monsterkartenzone liegt, ist egal. Das gleiche gilt auch für Fallen- und Zauberkarten. Man kann auch bestimmen, wo sie liegen können. Hauptsache, sie sind in der richtigen Zone. Ne? Also man darf seine Zauberkarten jetzt nicht in die Monsterkartenzone setzen oder in den Friedhof oder ins Extra-Deck. Das geht nicht. Also die Karten sollten jeweils auf den richtigen Plätzen liegen. Das ist nur für das Spiel relevant. Hier kann man aussuchen. Ja, wenn man das hier drückt, kann man quasi aussuchen hier im Spiel, wo die Karte liegen soll. Gut, jetzt wieder eine kleine Frage an euch. Was wählt derjenige, der Stein-Schere-Papier-Spiel gewonnen hat? Ist es eine Strafe? Eine Position auf dem Spielfeld? Oder wer als Erster anfängt? Die Lösung ist, wer als Erster anfängt.
Dann, wie viele Karten ziehst du zu Beginn des Duells? Sind es 3 Karten? Also wenn das Duell anfängt, wie viele Karten zieht jeder Spieler dann? Sind es 3 Karten, sind es 5 oder sind es 10 Karten? Die Lösung ist, es sind 5 Karten. Ne? Wir haben ja jetzt auch 5 Karten auf der Hand. Bloß die zählt hier nicht, denn wir haben die ja regulär gezogen. In der Draw Phase. Wie viele Monster kannst du in einem Spielzug normal beschwören? Nee, mich passt es nicht, dass hier das allgemeine Wort für beschwören steht, denn beschwören ist... Ja, man kann eigentlich mehrere Monster in einem Spielzug beschwören, mit einer sogenannten Spezialbeschwörung oder einer Fusionsbeschwörung. Daher ist der Begriff beschwören hier jetzt völlig unangebracht. Hier muss eigentlich stehen normal beschwören. Also, wie viele Monster kann man in einem Spielzug normal beschwören? Also ausspielen von der Hand. Ist es ein Monster? Sind es 5 Monster? Oder so viele man möchte? Die Lösung ist... ein Monster. Was wählst du, wenn du deinen Spielzug beenden willst? Also was muss man sagen quasi, wenn man seinen Spielzug beenden möchte? Sagt man Friedhof? Sagt man Endphase? Oder sagt man Endorphin? Ja, die Lösung ist natürlich die Endphase. Wir haben die auch gerade, wie man hier erkennen kann. Gut, das war's für Tutorial 2. Im nächsten Tutorial erkläre ich euch das über die Angriffspunkte und die Phasen, was ich jetzt schon ein bisschen vorhergesagt habe, und was ein sogenannter Schaden ist.